Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Sims 4, hier mit Katrina und Heisenberg. Und wir führen ein angenehmes Gespräch. So, ich bin hier fett am Beziehung stiften. Ich hoffe mal, das klappt. Jetzt kommt langsam das Hüngerchen. Es ist aber ein bisschen spät, das müssen wir mal gucken. Aber das Tanzen war, glaube ich, schon nicht so schlecht. Kann man das noch essen? Kann man das zusammen essen? Das geht so nicht, obwohl wir die Runde gebildet haben. Ja, zusammen sitzen. Vielleicht essen sie dann automatisch. Oder er zumindest, ob sie hungert oder nicht, ist mir im Moment... ist mir im Moment relativ egal. Na, wie lange tanzen sie denn? Die hören nicht mehr auf. Man tanzt mal weg. Wir machen... Das Plaudern lassen wir mal. Familienbewusst, na das klingt doch gut. Ah, das Foto, genau, das war ja auch noch. Hat sie auch mitgemacht. Sehr schön. Kommt da schon wieder jemand? Ich höre doch eine Tür. Nee, nicht. Du auch essen. Wenn ich irgendwie hier raufklicke, müsste das doch gehen. Okay, sie kommt. Isma. Einfach essen und gleichzeitig mit der guten Frau plaudern. Nee, nicht bitten zu gehen. Nochmal gucken, ob bei Romantik was steht. Ja, steht nicht, okay. Wir machen ein Kompliment. Sobald er gegessen hat, dann ist hier wieder Ruhe. Und dann muss er dann eh langsam schlafen gehen, denn ich möchte mit der guten Frau endlich mal reisen. Wir sind ja schon mal mit ihr rumgereist, allerdings ist sie nicht mitgekommen. Das ist dann nicht wirklich eine Reise zusammen. Kokett. Sehr schön. Er nimmt sein Toast mit. Das ist soweit auch vernünftig. Okay, Hunger hat sich eh erledigt. Wenn wir das ein bisschen beobachten, ich möchte hier mal den Status nochmal sehen. Freundin, okay. Reicht das schon um? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich möchte ja nur, dass die zusammenkommen. Ich möchte nicht mal, dass die hier irgendwie, aber sie sollen irgendwie, die soll hier einziehen. Das ist die Grundidee. Eben, damit halt auch die Finanzen ein bisschen bessern. Dann haben wir zwei, die arbeiten. Das ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes. So, wir gucken mal nochmal. Nochmal Kompliment. Dann nochmal hier Romantik. Hier ist nichts mit Fragen, ob sie im Single ist. Das wissen wir schon. Dachte ich. Doch, die ist Single. Haben wir sie gefragt? Wir fragen sie nochmal. Ne, wir wissen schon. Oh, guck mal hier unten. Liebe. Die Liebe kommt. Die Liebe kommt. Sie muss los. Okay. Dann bis morgen, hoffe ich doch mal. Das lassen wir stehen, wir haben eine Reinigungshilfe, dann kannst du jetzt schlafen gehen. So, wir brauchen wieder unsere Bedürfnisse. Die sehen gut aus. Oh, jetzt sind wir aber doch ein gewisses Zeitchen wach gewesen. Okay, schick, der Schlafanzug. Also, dann schlaf mal schön. 1064, ja, man könnte vielleicht dann doch bald mal anbauen. So ein Pool oder so wäre natürlich nicht das Übelste. Kommt die Reinigungshilfe auch sonntags? Das ist hier die Frage. Wir haben sonntags. Die Energie ist okay. Jetzt gehen wir erstmal pullern. Dann gehen wir duschen. Und dann werden wir die gute Frau einladen. Einladen auf Grundstück. Ich finde sie immer irgendwie nicht von Anfang an. Hier ist sie. Guck mal, ist das nicht schön? Ein bisschen Liebe ist schon vorhanden. Wir stellen mal schneller. Was ist jetzt? Ist wieder irgendwas kaputt gegangen, so wie es klang. Schön, wie es klingt. So, komm, das reicht. Ist schon neune. Der macht immer Ewigkeiten. Kann man das noch servieren? Gute Frage. Sie wird gleich da sein. Sehr schön, da kommt sie schon. Dann können wir sie eigentlich gleich mal bitten, reinzukommen. Dann würde ich doch glatt wieder eine Runde bilden, wenn es geht. Aktion, Runde bilden mit der guten Frau hier. Dann haben wir die sozusagen wie ein bisschen zusammengefesselt. So sehe ich das. Reinbieten, das wäre, genau, das wäre hier drin. Gut, jetzt vielleicht irgendwie zusammen essen. Da war's doch. Zusammen ein Gericht nehmen. Okay, das Ganze ist aber... Oh, sogar der Kühlschrank schimmelt, müffelt hier schon. Ob sie das noch isst? Ja, die ist unwohl. Warum denn?
Er möchte mit jemandem plaudern. Ja, dann plauder doch mit ihr, die steht ja da. Schlechte Umgebung. Okay, eben, das wäre dann ein Fall für unseren Reinigungsdienst. Aber jetzt essen sie zusammen. Das ist sehr vernünftig. Mal gucken, ob sie uns nachher immer noch liebt. Oder mag. Wir machen mal Romantik. Jetzt gehen wir hier. Nein, Anmachspruch. Doof. Jetzt müssen wir doch eigentlich knuddeln können. Wir gucken mal, ob wir knuddeln können. Erstmal aufessen hier in Ruhe. Und dann wird geknuddelt. Mein Gott, das sieht aus hier mit diesen, mit diesen grünen Dämpfen. Das kann doch nicht gesund sein. Aber wir sind jetzt eigentlich soweit glücklich. Okay, das heißt, jetzt können wir uns hier um die Frau kümmern. Die Szene. Nachher reisen wir mal. Also, eigentlich müsste man doch, wenn man hier klickt, reisen, genau. Vielleicht klappt es ja dann. Das dauert immer ein Momentchen, okay. Aber er ist hier immer noch am Plaudern. Hat er denn das Kompliment gemacht? Ich weiß es gar nicht. Egal, wir wollen reisen. Wir wollen da nochmal in diesen Magnolienblüten-Pumpspeicherkraftwerk. Park. Beste Freunde. Okay, jetzt müssen wir den Status haben, dass wenn wir sie romantisch anquatschen, sozusagen. Ja, vielleicht müssen wir sie doch erst küssen. Wir hauchen mal einen Kuss. Das ist wieder so Musik, die nichts Gutes verheißt. Muss aufs Klo? Was hast du denn? Nee, passt alles soweit. Er heult, sehr unwohl. Was hast du für ein Problem? Bedürfnisse auf Vordermann. Ja, guck mal hier, die Bedürfnisse sind ja auf Vordermann. Eben, reisen wollten wir. Also mit Katharina. Ich habe die vorhin deaktiviert. Jetzt schnall ich es. Okay, also in der letzten Folge. Jetzt müsste das klappen. Also, Magnolienpark. Vielleicht ist er da dann wieder ein bisschen fitter. Wir hoffen es mal. Der war hier. Wir fliegen mal dahin. Muss ja weit, weit weg sein. Für jede Karriere ist eine Emotion. Ja, eben. Wir sind nicht karriereversessen. Wir wollen jetzt hier erstmal, dass eine Frau einzieht, damit ein bisschen Leben in die Bude kommt. Jetzt ist sie dabei. Das ist doch mal schön. Muss ich nochmal die Runde bilden oder haben wir die? Wir haben die Runde. Okay, was machen wir denn mit dir Schönes? Wir gehen mal hier hin. Als Seeungeheuer. Ach, das kann ich nur tun, wenn Kinder da sind. Okay, den Brunnen betrachten. Wir gehen mal zusammen dahin. Jetzt sitzt hier jemand anders. Aha, ist nicht mehr die andere Dame, die wir kennengelernt haben. Die sitzt hier hinten. Okay, aber sie ist auch da. Was haben wir denn hier alles Schönes? Verwinkelt, okay, das ist eigentlich noch relativ groß. Oh, guck mal, das ist ja auch eher romantisch. Das ist ja riesig, das Teil. Kann man hier überall hin? Wir gucken mal. Hier oben ist irgendwie nichts mehr. Okay, dann gehen wir wieder runter. Jetzt müsste ich die beiden wieder finden. Die müssten jetzt hier oben. Der ist ganz allein. Wo ist denn jetzt? Nein, wo ist denn jetzt die Katharina wieder? Oh, ab aufs Klo. Aber das ändert nichts daran, dass die Katharina wieder weg ist. Irgendwie kann es sein, dass die nicht gerne reist. Er denkt an sie. Kennenlernen, wir kennen die doch schon. Wir haben sogar dieses kleine Liebeszeichen. Ist die jetzt wieder abgehauen, die Frau? Mark, genau. Nee, da unten ist sie doch. Mach doch mal was mit der zusammen. Was Schönes, was Romantisches. Wir hauchen mal nochmal einen Kuss. So, jetzt bin ich gespannt. Dann hauch mal, Romeo. Oh, die Liebe wächst. Okay, jetzt aber, jetzt dürfen wir hier nichts verpassen. Mal Händchen halten, okay. Na, klappt das? Oh. Oh, das gefällt ihr. Sehr schön. Gleich mal das nächste. Das wäre dann vielleicht mal ein Kuss. Wir machen mal einen Kuss. Jetzt bin ich gespannt. Hui. Wow, heiraten. Geht das? Knuddeln, Händchen halten.
Wir gestehen das mal. Das ist zwar, wenn man jemanden geküsst hat, ihm nachher gestehen, dass man sich von ihm angezogen fühlt, ist vielleicht ein bisschen zu spät, dann das zu sagen. Na, das klappt. Ja, jetzt erotischer Austausch. Heiliges bisschen. Okay. Was kann ich denn noch machen? Ja. Flüstern mal verführerisch. Leg dein blödes Telefon weg. Mehr Auswahl. Lustig, Aktion. Nein, wollen wir nicht. Na, jetzt kommt hier nichts mehr doch. Nein, nein, sicher nicht. Das. Wir küssen sie nochmal. Ui, jetzt geht's hier aber zur Sache. Heiliges bisschen. Schön. Eben, ich bin nicht der Romantiker, aber ihr wisst, worum es mir geht. Die soll bei uns einziehen. Und dafür kann es nicht schaden. Wir bieten ja eine Rose an, wenn wir das hier noch ein bisschen vertiefen. Wir werden profitieren davon. Noch ein Röschen. Wie spät haben wir es? 13 Uhr, das passt. Nochmal etwas machen. Romantik. Viel weit kommen wir hier aber noch nicht. Okay, Level 5 Charisma-Fähigkeit. Ich möchte eigentlich nochmal küssen. Ah, um Verabredung bitten. Wir küssen erstmal die Hände. Jetzt pumpt er wieder. Mann, Horst. Ja, starkes Kerlchen. Okay, das macht bestimmt Eindruck. Nicht Schach spielen. Nein. Sag mal, das ist doch ein Vogel. Kein Wunder, dass das so Ewigkeiten dauert. Mit den Leuten. Okay, wir bitten sie, unsere Freundin zu sein. Vanilla? Sie freuen sich. Katrina ist soeben die Freundin von Heisenberg geworden. Oh, schön. Okay, sie reden über Staubsauger. Das ist auch nicht schön. Ui, jetzt wird hier. Sollen wir mal die ewige Lüge. Das war ein Freudscher. Wir küssen sie leidenschaftlich. Die ewige Liebe können wir später noch erklären. Passt hier oben aber sehr gut. Ui, da schmeißt er sie gleich mal in der Gegend rum. Hat dir das gefallen? Nochmal schmeißen? Da steht nichts. Okay, mehr von den Sachen. Nein, nicht freundlich. Wir wollen nochmal... Oh, die küsst uns auch schon. Wir posieren mal aufreizend. Mal gucken, wie das aussieht. Sicherlich relativ blöd. Na? Nichts mit aufreizend posieren? Nochmal. Romantik. Nicht knuddeln. Aufreizend posieren. Genau. Adonis geradezu. Mehr Auswahl. Romantik. Ihr seht schon, ich gehe jetzt hier. Oh, ist das vielleicht zu früh, oder? Wir haben uns ja erst gerade kennengelernt. Ich erkläre erstmal die ewige Liebe. Jetzt wollen sie Schach spielen. Wie trivial. Wenn das klappt. Oh, das scheint zu klappen. Was will die denn jetzt? Hau ab. Nicht mit Marie plaudern. Hat er jetzt die ewige Liebe schon? Wir streichen das. Wir erklären nochmal die ewige Liebe, wenn es geht. Nee, geht nicht mehr. Wir sind mal verführerisch. Mal gucken, ob wir sie nochmal dahin kriegen. Das irgendwie geht das nicht. Romantik. So, erklär nochmal. Ach so, das hat er schon. Okay. Dann gehen wir jetzt volles Risiko, würde ich sagen. Wow, jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Sie will. Heureka, sie will. Und die andere freut sich, glaube ich, auch gerade hier unten. Ui. So, haben wir jetzt schon oder müssen wir noch heiraten? Kann ich sie gleich so mitnehmen? Okay, das passt doch. Jetzt, aber wenn wir hier schon im Magnolienpark sind, dann könnten wir hier doch auch noch ein bisschen zusammen Hände waschen. Nee, das geht nicht. Ach, das ist einfach das Klo hier. Was kann man hier denn noch machen? Vielleicht hier hinten sitzen beim Fluss. Das ist zwar Ewigkeiten weit weg. Hier oben. Ich muss aufpassen, dass ich sie nicht
aus den Augen verliere. Hier sitzen und plaudern, zusammensitzen machen wir mal. 16 Uhr, die Bedürfnisse passen noch soweit. Ja, die bewegen sich, oh guck mal, im Laufschritt. Sehr gut. Ja, dann haben wir die jetzt eigentlich soweit zusammen. Er möchte immer noch Katrina kennenlernen, der hat doch einen an der Waffel. Er hat sie soeben gebeten, seine Frau zu werden. Vielleicht vorher kennenlernen, also das könnte ich dringend empfehlen. Eieiei. Gut, jetzt hier ein bisschen plaudern, über die Liebe reden, dann noch ein bisschen küssen, würde ich mal sagen. Sofort heiraten. Nein, wir planen mal. Oh, okay. $1000, okay, das geht eigentlich noch für eine Hochzeit. Ach, das ist dann hier richtig animiert. Naja, übertreiben wollen wir es ja auch nicht. Könnt ihr nicht auf dem Standesamt heiraten? Ich möchte hier nicht die Romantik raushängen haben, sondern das hat einen praktischen Nutzen. Kann ich hier nochmal raus? Dann können wir vielleicht sofort heiraten. Okay. Haben wir? Ich glaube, wir haben. Guck mal. Nee, doch noch nicht. Müsste ich jetzt die Frau nicht auch steuern können? Ich weiß, das sind jetzt hier Fragen, wenn die heiraten, aber... Okay, muss reichen. Mäck, mäck. Was für eine wunderschöne Zeremonie. Katharina oder Katrina tauscht das Gelübde mit Heisenberg aus. Okay. Haben wir sie jetzt hier unten? Kann sie einziehen? Ja, die wird ja hoffentlich automatisch einziehen, wenn wir sie schon... Nun stellt mal das Geklimper ab. Genau. Küssen Sie die Braut und packen Sie sie mit ein. Was passiert jetzt? Aha, zusammenziehen. Na, da haben wir es doch. Klicke auf OK, Haushalt aufzuteilen, verschmelzen. Also deswegen, welchen Teams? Okay, machen wir mal. Wir haben es geschafft. Nach 13, 14 Folgen. was sind das hier für Menschen? Die möchte ich nicht. Das hier ist unsere Katharina. Haushalt aufteilen und verschmelzen. Das ist wahrscheinlich ihr Ex-Ehemann. Ja, die hier, mit der wollen wir verschmelzen. Transferieren. Kostet das was? Nee. Wir konnten jetzt sogar, glaube ich, gratis heiraten, weil wir die Zeremonie nicht gemacht haben und die Frau ist nicht mal sauer geworden. Machen wir mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Eben, also wenn man das von früher her nimmt, dann müssten wir jetzt die gute Frau eigentlich auch steuern können. Auch. Habe ich gesagt. Ich möchte... Oh. Nee, ich möchte jetzt aber nicht die Frau sein. Nein, wo ist mein Heisi? Man hat mir meinen Heisi geraubt. Ist er bei der Arbeit? Nö. Lektion Romantikerin. Ja, das ist mir ehrlich gesagt alles Wurst. Ich möchte, dass die hier einzieht. Ich möchte nicht, dass ich sie spielen muss. Spiel. Ach, der ist noch da. Magnolienblütenpark. Vielleicht auch nach Hause kommen? Moment. Aha. Bedürfnisse? Nein. Der soll nach Hause kommen. Aufräumen? Also. Oh. Hier hinbringen. Gerne. Ah, da kann ich die Kontrolle umschalten. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Magnolienpark. Warum ist sie denn schon zu Hause, wenn er da noch in dem Park rumeiert? Hä? Der soll jetzt gefälligst auch nach Hause. Er muss ja trotzdem noch arbeiten. Okay. Er freut sich, sehr glücklich. Okay, nach Hause. Irgendwo war hier nach Hause. Da, zurück nach Hause. Gut, deine Frau ist zu Hause, da hängt man nicht in irgendwelchen Parks rum. Ich muss dann mal noch schnell gucken, was die gute Katrina arbeitet. Verdient die denn auch genug? Na, klappt das noch mit nach Hause gehen? Aber ist noch cool, dass man, wenn man, auch wenn man zwei steuert, dass der eine dann da sein kann, der andere dort. Also, dass die nicht automatisch irgendwie am gleichen Ort sein müssen. Was haben die denn hier immer mit diesen Törtchen? So, laden. Dödelütütö. Nein, Galerie will ich ganz bestimmt nicht. Schön, haben wir sie da. 18 Uhr, haben wir irgendwas? Irgendwie interessant, seit er verheiratet ist, hat er keine Bedürfnisse mehr. Das halte ich für ein Gerücht. So, sie gehen rein.
und machen irgendwas. Ich glaube, jetzt könnten wir uns auch mal ein bisschen wieder eher um ihn kümmern. Ich möchte nicht die Kontrolle. Frisch verheiratet. Okay, ich möchte rausfinden, was sie arbeitet. Da müssen wir wahrscheinlich zu ihr wechseln. Oder haben wir das jetzt schon? Entertainerin ist sie. Okay, gut. Ach, so wechsle ich dann. Okay, wenn sie im gleichen Gebäude sind, sozusagen, dann kann man sie einfach so wechseln, wie man das kennt. Jetzt könnte ich sie steuern, jetzt kann ich ihn steuern. Okay, ich werde aber bei Heisenberg bleiben. Die Frau lassen wir mal autonom, sozusagen. Jetzt räumt sie auf. Mensch, gutes Mädchen, du musst doch nicht aufräumen. Wir haben hier, zumindest wochentags, haben wir hier jemanden, der vorbeikommt. Das ist ja traurig, sowas. Frisch verheiratet, das Erste, was sie macht, ist die Wohnung aufräumen. Das tut doch nicht Not. Sollen wir mal was essen? Bedürfnisse. Hunger. Ja, weißt du was? Der kocht jetzt hier mal was Schönes. Abendessen servieren. Wir machen mal nichts Aufwendiges. Ein Salat. Okay, den Barsch hat er noch nicht so drauf. Da warten wir noch, bis wir den nochmal machen. Was malen sollte dann auch mal wieder. Jetzt wird aber erstmal gekocht. Was macht sie? Fernseh gucken. Okay. Kommt denn was Schlaues? Naja. Ghostbusters. Levelaufstieg. Bestens. Dann klappt es jetzt vielleicht auch mit Käse, Macaroni und Co. Ne, nicht aufräumen. Machen. Genau. Und dann servieren und dann zusammen essen. Das wäre die Idee. Ich mache mal ein bisschen schneller, dass er hier in die Gänge kommt mit Kochen. Gehen kann sie ja nicht mehr. Die wohnt jetzt hier. Jetzt bringt sie den Müll raus. Die ist aber wirklich sehr ordentlich, die gute Frau. Und er kocht hier bis zum geht nicht mehr. Das muss reichen. Servier das. Level 5 erreicht. Okay. Wenn wir jetzt hier raufklicken, zum Essen rufen. Okay, dann sollte sie kommen. Jetzt hat sie es kaputt gemacht. Ich will die Scheidung. Nein, wir ersetzen das. Wir haben das Geld. Kein Ding. Da müssen wir es nicht reparieren. Ich möchte jetzt hier auch nicht Reparatur leveln. Genau, sondern ich möchte mit der guten Frau zusammen essen. Das müsst ihr aber nicht zwangsläufig im Stehen machen. Wir haben hier einen Tisch, einen Stuhl, zwei Stühle, neun Stuhl. Frisch gekauft, vorher hat es gebrannt, der war kaputt. Jetzt steht der hier doof rum. Setz dich hin. Vielleicht klappt es ja, wenn wir mit ihr ein bisschen reden. Wir parodieren mal. Oh, er müsste dann auch mal nochmal aufs Klo. Ja, das war großes Kino. Okay, ihr hat's gefallen, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Aber warum setzt sich? Jetzt setzt er sich. Okay, essen sie jetzt wirklich zusammen? Haben wir das? Jawohl, jetzt haben wir das auch mal noch geschafft. Da bin ich ja richtig glücklich. Okay, aufs Klo muss er noch und dann ist dann schon langsam Zeit, schlafen zu gehen, denn morgen ist wieder ein anstrengender Tag. Wann arbeitet denn sie? Wir wechseln mal ganz kurz. Hier die Arbeit. Donnerstag und Sonntag ist der einzig gemeinsame freie Tag. Und sonst hat sie donnerstags noch frei und montags und so weiter arbeitet sie auch. Och, die sind immer noch huch, völlig verliebt. Das ist doch schön. Sollen wir sie mal schlafen schicken oder geht er selber? Ne, er geht nicht. Ich wollte jetzt hier noch schnell aufs Klo das verwenden. Lass mal mit spülen, da kommt doch einer. Da musst du auch nicht spülen eigentlich. Du sollst aufs Klo. Hier weg. Was hat er hier? Aufräumen wollen wir nicht. Wir wollen aufs Klo. Oder geht sie gerade? Ach, sie geht gerade. Okay, dann lassen wir sie aufs Klo. Ich mach mal schneller. Nicht PC, aufs Klo. Hände küssen. Okay, das können wir machen auf dem Weg zum Klo. Jetzt ist es kaputt. Ersetzen. Wir ersetzen das mal. Geht zwar ins Geld, aber okay. So, Hände küssen. Oh, jetzt küsst sie unsere. Ach so, wir sind immer noch sie. Okay, ich war im falschen Körper. Das kommt vor. Manchmal. Ja, geh halt aufs Klo. Ach, deswegen ist die Frau auch aufs Klo gegangen. Alles klar. Jetzt sind wir aber eigentlich eher. Kann das sein? Gehst du aufs Klo? Jetzt sind wir eher.
Ja, jetzt geht er aufs Klo. Also das ist zwar kein Gehen mehr, das ist mehr ein Hinkriechen. Gut, und als nächstes würden wir dann schlafen. Baby machen? Nee, damit warten wir noch ein bisschen. Techtelmechtel? Ja, am ehesten schon mit Katrina. Mal gucken, wie das aussieht. Wir sind schon völlig über die Zeit. Aber das Techtelmechtel, das muss jetzt noch sein. So, Hände waschen nicht vergessen. Und jetzt Techtelmechtelt mal. Geht er voraus? Er geht voraus. Nicht auf. Warum räumt er denn jetzt auf, wenn er hier Techtelmechtel machen soll? Nochmal testen. Da kommt hier Plaudern. Das hat gar nichts mit dem Bett zu tun, oder? Funktioniert das irgendwie noch nicht wirklich? Scheint so. Ja, wisst ihr was? Dann soll er schlafen gehen, sonst ist er morgen völlig im Eimer. Wobei, Energie hat er noch genug. Oh, jetzt wird getechtelmechtelt. Das ist sowieso auch... Oh, hübsch. Bestimmt verpixelt. Ja, so geht's auch. Gut, das ist doch ein schönes Bild, würde ich sagen, liebe Leute. Wir haben eine neue Person im Haushalt. Baby machen verschieben wir noch ein bisschen. Wir genießen jetzt erst die schöne Zeit. Vor allem, weil hier natürlich auch mehr Geld reinkommt. Gut, wir lassen die mal alleine. Da stören wir nur. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Hier bei Heisenberg und Katrina. Danke fürs Zusehen. Tschüss.